Die Pottsoße hat's geschafft. Als regionales Produkt steht sie im Ketchup-Regal neben Größen wie Hela, Heinz und Kraft. Das haben nicht die Pommes entschieden, sondern die Verbraucher. Ja, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass die Pottsoße einfach sensationell lecker schmeckt. Also da ist ja Balsamico, Essig, Chili, Zwiebeln, aber auch Cola und Apfel sind da als Zutaten drin. Das ist sicherlich außergewöhnlich und ich glaube, wir würden sie nicht so häufig verkaufen, wenn sie nicht schmecken würde. Pottsoße kaufen nicht nur Frauen, sondern vor allem Männer. Zur Überraschung der Damen. Damit schaffte es der Ruhrpott-Ketchup in die Presse. Muss auch, sonst klappt's nicht. Ja, ich glaube, wichtig ist schon hervorzuheben, dass wir das alles ohne Marketingbudget bis hierhin geschafft haben. Also da auf ganz vernünftige Stückzahlen schon gekommen sind und das in der LEH-Branche und im Handel soweit schon gelistet haben, ohne die klassischen Wege wie Werbekostenzuschüsse oder Ähnliches zu bedienen. Aus Rot-Weiß-Oberhausen sein Ketchup wurde eine Erfolgsgeschichte. Die ist ein Tacken besser, weil wir uns sehr gut gegenüber dem Wettbewerb behauptet haben. Das fand auch die Jury. Also ich denke, in der Lebensmittelindustrie gibt es genug Ketchup und einfach auf die Idee zu kommen, nochmal Ketchup auf den Markt zu bringen, das Ganze dann Pottsoße zu nennen, ohne Marketingbudget, das war schon mutig. Und wenn man dann noch sieht, wie die Kollegen das dann gemacht haben, nehmen sie einfach mit Rot-Weiß-Oberhausen eine Truppe, eine Fußballmannschaft genommen haben und dort das Ganze präsentiert haben. Also das war schon wirklich einen Tacken wert.